Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen. Diesmal kein Telltale Batman, sondern stattdessen The Isle. Und ja, das ist halt so ein Dino-Spiel, wie man hier sieht. Ich bin gerade im Deathmatch-Modus. Im Grunde geht es ja eigentlich nur darum, sich umzubringen. Manche nehmen es ernster als andere. Und ich blute hier gerade rum, weil so ein Rex musste mich von hinten anmachen und dachte, der könnte mich einfach umbringen. Dem habe ich dann gerade mal gezeigt, dass er mich ein bisschen nervt. So, der war jetzt nicht wirklich ein Gegner, um das mal so zu sagen. Manche machen so die große Klappe und dann ist da nichts dahinter. Auf jeden Fall bin ich jetzt kein Gegner mehr für irgendwen. Ich habe ein gebrochenes Bein. Im Grunde kann mich jetzt jeder eigentlich umbringen. Okay, vielleicht nicht jeder. Vielleicht nicht unbedingt jetzt ein Velo oder sowas, aber ihr wisst, was ich meine. Und ja, im Grunde ist das hier nur ein kleines Infovideo. Ich wollte erst was anderes in den Hintergrund packen und jetzt gar nicht dabei spielen, weil, sagen wir mal so, ich habe gestern was gespielt, was vielleicht noch nicht ganz offiziell in diesem Spiel drinne ist. Und Mann, könnte ich jetzt Klicks machen, wenn ich so einen englischen Titel machen würde und das erstmal hochladen würde, so ein schönes Thumbnail. Und ja, aber nein, das will ich gar nicht machen. Und ja, ich möchte, das soll ja auch besser nicht rauskommen. Umso mehr Leute haben noch, ja, die Chance, das selber mal anzuspielen. Ich werde eventuell so einen kleinen Schnipsel hier reinschneiden, von wovon ich halt gerade rede. Weil ich bin ein mega kleiner deutscher Channel und mir folgen ja nicht mal 20 Leute. Von daher wird das eh nicht rauskommen oder irgendwo groß raus sein, weil ich werde ja auch einfach einen normalen deutschen Titel nehmen, so ein langweiliges Dings. Von daher brauche auch jeder, glaube ich, nichts zu befürchten. Also, im Grunde, wie gesagt, das ist nur ein Informationsvideo. Ich werde jetzt nur währenddessen das hier so ein bisschen spielen. Wobei ich eh immer zu nett für dieses Spiel bin und nicht so oft einfach so angreife. Was will der Kleine vor? Der greift mich doch jetzt nicht ernsthaft an. Sein Ernst? Junge. Das Problem ist, wenn ich da jetzt hinlaufe und den einfach kille, dann killen mich alle gleich, weil sie denken, ich würde das einfach so machen. Dabei würde ich eigentlich nie so einen kleinen Dino als Rex angreifen, weil das einfach nur assi ist. Weil, ganz ehrlich, der hat eh keine Chance gegen den Rex. Aber mich wundert, dass noch keiner auf mich zugelaufen kommt und mich einfach killen will. Okay. Also auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ist, dass im Moment bin ich halt bei meinen Eltern. Und hier habe ich schnelles Internet, so 100 km, glaube ich. Und dann ist es kein Problem mit den YouTube-Uploads und sowas. Nur ich habe jetzt auch eine eigene Wohnung, da wo ich halt studiere. Und im Moment habe ich Ferien, da ist das alles mit den Videos kein Problem. Nur in den Ferien, wir haben halt auch Aufgaben, die wir noch erledigen müssen. Und es muss noch ein Video gedreht werden. Wir hatten das jetzt schon alles geplant und so. Und zwischen den 11. und 15. März war es, glaube ich, bin ich nicht hier. Da bin ich dann in meiner anderen Wohnung. Und sagen wir mal so, mein Internet ist... Ja, wie soll ich das am besten beschreiben? Ich glaube, die Leute in Afrika haben besseres Internet. Haben die überhaupt Internet? Da, keine Ahnung. Auf jeden Fall. Ja, ihr wisst, was ich meine. Das ist einfach so eine Bambusleitung, so richtig. Aber wirklich, ne? Ich kann froh sein, dass ich halt YouTube gucken kann, dass das noch einigermaßen funktioniert. So Netflix oder so, das geht zwar auch, wenn ich lange warte, aber dann ist die Qualität erstmal gar nicht so geil. Und es ist einfach nur eine reine Katastrophe. Also ehrlich, ich habe schon lange nicht mehr so schlechtes Internet erlebt, ne? Also, und ich brauche dann nicht mal versuchen, glaube ich, ein Video hochzuladen, weil ganz ehrlich, nee, das wird locker einen Tag brauchen, wenn nicht länger. Und ich habe keinen Bock, meinen Laptop dann immer so lange laufen zu lassen. Und ja, deswegen, komm, laufen wir da mal rein. Vielleicht sterben wir dann, ja? Komm, komm.
tötet mich. Hallo. Hallo. Hier, Corinne Boy. Komm. Gib mich doch bitte. Oh mein Gott, er ist gestorben. Soll ich heute nicht sterben oder was ist los hier? Wie keiner auf mich losgeht, was ist das denn? Ich bin ganz oha, was machen die bitte am Spawn? Alles klar. Ich hätte da vielleicht noch einlaufen sollen. Na egal. Komm, wir gehen hier wieder hin. Vielleicht kommt ja noch irgendwer. Ups, ich habe die Meldungen da unten nicht ausgestellt. Scheiße. Na egal. Ach, guck dir den. Er hat ihn einfach gekillt. Sei froh, dass ich ein gebrochenes Bein habe. Okay, auf jeden Fall. Wie gesagt, zwischen dem 11. und 15. kommt halt nichts. Wahrscheinlich. Außer ich schaffe es halt wirklich viel vorzuproduzieren. Ich habe halt schon viel vorproduziert. Im Grunde, ich glaube, bei mir auf dem Kanal läuft jetzt gerade die zweite Staffel, wenn ich das hier hochlade noch. Und ja, ich bin jetzt mit der... Wobei, nee, ich glaube, es läuft die dritte Staffel gerade. Und ich bin jetzt mit der vierten angefangen. Also ich habe schon ein bisschen was vor, ja, aufgenommen. Nur das Problem ist, ich schneide dann ja noch ein bisschen, weil, keine Ahnung, man stoppt das Spiel mal. Oder ich habe mich irgendwie voll verredet oder sonst irgendwas. Und ich schneide dann immer mal rein. Also ich nehme nicht einfach nur auf, sondern es wird teilweise auch mal geschnitten hier und da. Und deswegen, das dauert dann auch noch ein bisschen. Dann muss das ja gerendert werden. Das geht auch nicht immer so schnell. Und ja, deswegen weiß ich nicht, ob ich für die ganze Woche da oder für die 5 Tage halt vorher das schaffe, die Sachen alle auf YouTube hochzuladen. Glaube ich eher weniger. Ich wollte das halt nur sagen, weil nicht, dass ihr plötzlich denkt, hat die keinen Bock mehr auf uns oder hat die jetzt aufgehört mit YouTube und hat, ja, hat jetzt keinen, ja, wie gesagt, irgendwie hat aufgegeben oder so. Und nein, das ist nicht so. Ich habe halt einfach nur scheiß Internet. Und daran kann ich dann leider nichts ändern. Eine andere Sache, die halt auch mit meinen Videos zusammenhängt, ist halt... Oh, guck mal, das ist ein Otter. Der bullt mich an. Aber irgendwie nett, oder? Aber ich würde dir nichts tun. Wenn du mir nichts tust, tue ich dir auch nichts. Ganz einfach. Komm her. Guck mal. Oh, ich habe einen Freund gefunden. Hallo. Ach ja. Okay, wer ist das? Ist mir der Trike jetzt von mir? Wo? Der greift ein bisschen. Okay, komm. Wenn wir jetzt nicht verrecken, weiß ich auch nicht mehr, aber okay. Komm her. Yo, den haben wir jetzt auch noch umgebracht. Alles klar. Okay, jetzt sind wir aber sowas von tot. 3 Blutstropfen. Hey, aber zumindest haben wir den Looter gerettet. Alles gut. So, das war das, was ich wollte. Da hinten der Hera und das... Alles klar. Eigentlich könnte ich mich ja... Ich logge mich jetzt mal aus. Also nicht ausloggen, sondern respawnen, weil... Sitzen die gerade unter mir? Okay. Alles klar, ich bin gleich eh weg. Ja, auf jeden Fall. Die weitere Sache, die ich ansprechen wollte, ist halt... ja, die Länge meiner Videos. Weil ich habe ja manchmal echt... ich wollte immer eigentlich so 15 Minuten erst so, weil das ist so eine angenehme Zeit, denke ich mir. So, das kann man sich gut geben, aber viele meiner Batman-Videos sind ja mittlerweile über 20 Minuten geworden. Und ich frage mich immer, ja, ist das zu viel? Denkt ihr euch auch, nee, da geht so viel meiner kostbaren Lebenszeit verloren? Oder sagt ihr, hey, das ist völlig in Ordnung? Weil ich will ja auch nicht gerade mitten in der Szene einen Schnitt setzen und sagen, ja, tschüss. So, wo es gar nicht passt, wo die vielleicht auch noch reden. Sondern ich warte dann immer meistens, dass ich irgendwie gerade eine Szene kriege. Kriegt der schon mit einem Looter an? Kriegt den nicht, manchmal ist so langsam, okay? Oh, okay. Ob der mich überhaupt erwischt hat? Ja, super. Komm, Twike, komm her. Dann kill mich auch ganz, wenn er mich schon anhittest. Junge. Okay. Oh, das Telefon im Hintergrund ging gerade los. Ich hoffe, das hört man nicht. Ja, ich werde jetzt nicht abnehmen. Auf jeden Fall, ja. Das würde ich halt auch ganz gerne wissen, so von euch, für die es halt interessiert. Sagt ihr, ey, ich habe keinen Bock, über 20 Minuten zu gucken, mach 15 Minuten oder halt dann, wenn überhaupt, nur 20 und dann Schluss. Oder hey, wenn es mal 22 ist, aber dann der Schnitt und sowas besser passt, dann mach das lieber so. Yo. Das ist schon wieder diese Art. Er weiß schon, dass Spawn-Killen hier nicht erlaubt ist. So, es gibt eine Regel auf diesem Server. Und selbst er kann sich an die einzige Regel auf diesem Server nicht halten. Weißt du, solche Menschen, da muss man applaudieren. Warte.
super. Ein genialer Mensch. Das ist wow. Aber okay, ist nur ein Spiel, ist nur Sandbox. Also alles gut. Und ja, das waren eigentlich die wichtigsten Sachen, die ich ansprechen wollte. Sonst bin ich eigentlich nur noch am Überlegen, vielleicht noch mal irgendwann andere Spiele zu bringen. Da weiß ich nur noch gar nicht, was so. Aber ich würde erstmal sagen, ja, erstmal kommt jetzt halt nur Telltale Batman. Vielleicht mache ich auch mal hier und da ein paar Eil-Videos. Ich weiß ja nicht, ob da irgendwer Lust drauf hat oder so. Wobei ich zurzeit eigentlich fast nur Sandbox spiele. Ich glaube, Survival geht mittlerweile wieder. Weiß ich gar nicht. Und auf Progression habe ich eigentlich gar keinen Bock. Das habe ich eine Zeit lang immer mal gespielt. Aber das ist so frustrierend, weißt du, wenn man sein Dino dann durch irgendwas verliert, ne? Und dann ist es meistens auch noch, hey, da liegt Futter rum und du wirst trotzdem umgebracht und darfst wieder beim Velo anfangen. Ja, nein, danke, da habe ich keinen Bock drauf. Ja, und sonst bin ich halt nur am Überlegen. Es kommt ja bald die 5. Episode von Telltale Batman, also von der 2. Staffel, raus. Ich lade ja zurzeit die 1. Staffel hoch. Und die wollen halt, glaube ich, jetzt wird bald das Datum bekannt gegeben. Und ich weiß nicht, ob die auch einen Trailer zeigen. Also ich hoffe, sie zeigen einen Trailer, weil, oh, ich kann es nicht abwarten. Ich glaube, die Episode wird mich gefühlsmäßig sehr zerstören. Und ich habe so Lust auf diesen Trailer. Und ich weiß noch nicht, vielleicht werde ich da auch eine Reaktion filmen und die auf diesen Kanal hochladen. Nur die Frage ist, ob ich das dann jetzt dann aktuell mache oder lieber später, weil ich ja im Grunde erst noch die 1. Staffel laufen habe und ich jetzt nicht unbedingt will, dass voll viele Spoiler sind. Oder ich lade es einfach hoch und, weiß ich nicht, mache Spoiler in den Titel, damit jetzt alle, die sich nicht gespoilert werden wollen, sich das natürlich nicht angucken. Also das weiß ich noch nicht, das wollte ich nur Bescheid geben, dass sowas vielleicht auch kommt. Und ja, sonst im Grunde wäre das eigentlich alles. Das war das Wichtigste, was ich loswerden wollte. Es ist eigentlich, wie gesagt, relativ unnötig, dass ich das hier mache, weil es gucken eh nicht viele. Aber ich fand, für die, die halt meine Sachen gucken, wollte ich euch auf den Laufenden halten. Euch statt der Kanu will mich angreifen. Und ja, guck mal, das ist schon wieder der Strike war. Den Rex umgenietet. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, das war's. Ich werde jetzt mal gucken, vielleicht hier noch eine Runde weiterspielen für die, die es interessiert, aber auch nicht wirklich lange. So, weil ich eigentlich muss gleich noch wohin und ich wollte jetzt nur gerade schnell noch ein Infovideo machen, um das alles zu klären und das dann später hochladen zu können, damit ich das nicht irgendwie einen Tag vorher mache oder so. Vielleicht sterben wir ja, wenn wir da, hey, will der uns angreifen? Komm, kill mich. Hey. Oh, kann der überhaupt was? Hallo, ich bin Spino, du bist ein Rex, du musst mich doch töten können. Was ist los bei dir? Ich blute doch nicht mal, oder? Okay. Ja, das war easy, würde ich sagen. Ja, da kann man doch mal schreien, oder? eigentlich schon. So, wer haben wir da noch stehen? Die Chrissy und Shadow Dwang. Das sind so Leute, denen vertraue ich eher als diesen Leuten hier wie Andrei, die so Fragezeichen als Bild haben. Ja, da weiß man immer nie, jetzt kommt der nächste Rex, hallo. Oh, der hat mich aber richtig erwischt, ich werde sowas von sterben. So, komm schon. Ja, ich wollte ja eh sterben, also alles gut. Komm, jetzt killt mich doch, dann kann er nicht die Sache hier auch beenden, im Grunde. Ja. Mein leidender Spino. Okay, ihr könnt jetzt noch sehen, wie mein Spino traurigerweise wahrscheinlich verrecken wird. Er hatte ein wunderschönes, kurzes Leben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich würde dann sagen, bis zum nächsten Mal. Wahrscheinlich wieder bei Batman. Tschüss!